Wir befinden uns gerade an der Kongresshalle in Nürnberg. Bei mir ist der erste Vorsitzende vom Festausschuss Nürnberger Fastnacht, Udo Diehl. Hallo. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. In diesem Jahr gibt es auch wieder keinen Nürnberger Gaudiwurm und auch der gesamte Fasching in Nürnberg ist wieder lahmgelegt. Wie bestürzt ist man da jetzt in der Situation? Ja, ich denke, die Faschingsvereine haben schon sehr geplant, auch mit dem Wagenbau. Viele fangen da schon immer sehr frühzeitig an. Das ist schon trotzdem, man investiert Geld und dann findet nichts statt. Schon sehr schwierig. Muss man schauen, wie das dann auch sich auf die Tanzenden auswirkt, ob da dann jeder bei der Stange bleibt. Okay, also da merkt man dann schon so einen Schwund in der Faschingsgemeinde? Ja, was zumindest, sag ich mal, die jüngeren Kinder angeht. Man hört so immer wieder von den Vereinen, dass bei den kleineren dann die halt sagen, naja, jetzt habe ich zwei und nichts gehabt, das brauche ich auch nicht mehr. Also es wird schon dann teilweise vielleicht sogar auch weniger, was man halt so mitkriegt. Also Omikron ist ja der Hauptgrund für die Absage. Wie groß wäre jetzt trotzdem der Aufwand gewesen, sowas wie ein Gaudiwurm oder solche Veranstaltungen dann trotzdem ins Leben zu rufen, auch bei so einer schwierigen Lage? Naja, die Faschingsvereine planen schon ihre Sitzungen. Die brauchen Säle, die brauchen, wo sie ihre Auftritte dann machen können. Da wird halt alles sehr kurzfristig abgesagt und es geht dann bei manchen Vereinen schon in die Tausende manchmal auch, wo man da Geld verliert, weil die Planungen sind da, aber kommt halt dann, wenn es abgesagt wird, kein Geld in die Kasse. Geplant haben so ziemlich alle, weil jeder davon ausgegangen ist, dass was stattfindet und weil Absagen immer einfacher ist, als kurzfristig eine Planung aufzunehmen. Macht auch durchaus Sinn so. Für ein Pärchen, also ein ganz spezielles Pärchen, wird es ja dieses Jahr dann doch ein trauriges Fasching, nämlich fürs Faschingsprinzenpaar, fürs frisch gebackene, das ja erst kürzlich der Presse vorgestellt wurde. Gekrönt wurden sie ja noch nicht. Wie ist da jetzt der Plan für die beiden? Also gekrönt wurden sie nicht, weil vor der Krönung wurde alles abgesagt. Wir haben mit ihnen gesprochen. Wir gehen momentan davon aus, dass die beiden, das haben sie uns soweit auch zugesagt, nächste Saison weitermachen. Das heißt, die würden dann im Januar 23 offiziell gekrönt und würden dann, wenn es denn hoffentlich wieder so ist, eine normale Saison absolvieren können. Das ist dann für 2023. Für dieses Jahr gibt es da noch Hoffnung vielleicht auf ein Alternativprogramm, so als abschließende Frage? Alternativprogramm ist die große Frage. Kommt darauf an, wer was noch veranstalten möchte, weil auch in der Variante ist ja das Problem. Viele Leute sagen dann, da gehe ich halt nicht hin. Auch da ist die Planung, denke ich, für meinen Teil sehr schwierig. Alles klar. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bitteschön.